70er Pontiac Catalina, Corvette C4, Suburban, das Ding ist riesig. Und natürlich kann es auch ein Ford Mustang Coupé geben. Autos für unter 10.000 Euro, was fällt euch da ein? Was geht, Freunde? Eine neue Folge von Quarantäne TV. Und zwar geht es nämlich um folgendes Thema. Ich kriege Zuschriften von Leuten, die sich fast dafür schämen, dass sie nicht genug Geld haben, um sich einen wirklich hochwertigen Oldtimer leisten zu können. Und da dachte ich mir, wir machen heute mal ein interessantes Video. Und zwar geht es um das Thema US-Oldtimer für unter 10.000 Euro. Worauf hat man zu achten? Was für Autos könnte man da nehmen? Weil da gibt es auch wirklich ganz, ganz viele Unterschiede. Ich zeige euch da mal zwei, drei verschiedene Beispiele und ich bin auch gespannt, wie ihr das seht, weil wenn ihr nämlich irgendwas habt, wo ihr sagt, da hast du nicht recht oder ich habe noch ein besseres Beispiel, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, schickt mir eine direkte Nachricht bei Instagram oder kommuniziert mit mir, ich bin da für alles offen. Ich bin der Meinung, Oldtimer für unter 10.000 Euro, das geht. Und man muss halt eben schauen, was für einen Standard will man haben. Will man die angesagtesten Autos haben wollen, dann wird es schwierig. Schaut man so ein bisschen links und so ein bisschen rechts, dann könnte man tatsächlich auch wirklich interessante Autos finden. Zum Thema Geld müssen wir auch dementsprechend heute seriös wirken, auftreten. Und das tue ich auch, um meiner Kompetenz etwas mehr Ausdruck zu verleihen. Fangen wir an. Ich würde sagen, Autos für unter 10.000 Euro. Was fällt euch da ein? Ich habe einfach schon mal was rausgesucht. Wir haben hier ein 70er Pontiac Catalina mit einem 400er Motor. Ist irgendwo in einem Zustand 4 oder sowas. Ne? Also das Auto fährt, das Auto bremst, das Auto ist auch seit sehr, sehr langer Zeit in einer Familienhand. Ob man das Auto schön findet, das ist tatsächlich jedem selbst überlassen und das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde ihn vielleicht jetzt noch nicht so ganz gelungen wegen der Front. Ja, aber das ist natürlich, ne? Wir haben ja auch nicht alle die gleiche Frau, zum Glück. So, also wie man sieht, das ist so ein Auto, 3-4er Zustand, aber vollkommen in Ordnung. Ne? Also wenn man wirklich so einsteigen möchte, vielleicht auch noch nicht so viel Kohle über hat, gerade so die jungen Kunden, die ich habe, die sollten sowieso immer schauen, dass sie so ein bisschen auf die Nischenfahrzeuge so ein bisschen gehen. Und da finde ich, ist das wirklich Preis-Leistungs-Verhältnis super. Man sieht auch, dass das noch die erste Innenausstattung ist. Gerade hier sieht man, da sind noch die Stoffe, das hier ist alles noch das erste. Das natürlich zeigt hier, dass die Gummis nicht dicht sind, aber das ist natürlich bei einem Auto ohne einen Scheibenrahmen immer so, ne? Zumal man auch hier sieht, dass der Spalt offen ist. Nichtsdestotrotz, ich finde, das ist ein Auto, wenn man einsteigen will, so ein bisschen cruisen will, ist das gar nicht so verkehrt. Wichtig bei solchen Autos ist, wenn ihr nur 10.000 Euro auf der Tasche habt, also das ist alles, was ihr habt, dann ist das nichts für euch. Wenn ihr keine Schrauber seid, wenn ihr nicht irgendwie technisch versiert seid oder vielleicht auch eine Bühne oder sowas zur Verfügung habt, ist das Auto nichts für euch. Absolut nicht. Die Teile, die gibt es teilweise wirklich sehr, sehr günstig hier in Europa zu bekommen, auch in Deutschland, das ist kein Problem. Aber wenn das euer allerletztes Geld war, dann würde ich euch von so einer Nummer prinzipiell abraten. Pontiac Catalina könnten wir für knapp um die 10.000 Euro anbieten, inklusive Verschiffung, Verzollung, allen Papierkram erledigt, mit einer Versicherung, mit Inlandstransport und, und. Wir nennen das abholbereit bei unserem Partner im Bremerhaven. Das sind halt die Deals, die wir anbieten können, wenn wir uns auf dieses Prepaid-Geschäft einlassen. Wir haben ein einziges Auto tatsächlich nur auf dem Hof verkauft, der Rest sind alles nur Prepaid-Deals, weil die Kunden halt den Nutzen sehen, den sie haben, dass sie einen Preisvorteil haben. Würden wir das Auto auf dem Hof zu stehen haben, würde es mindestens 12,5, 12,9 kosten. Zum nächsten Kandidaten. Und zwar Corvette C4. Finde ich persönlich mega cool, hat aber auch damit zu tun, Digitaltachos. Ne? Das ist so, alles leuchtet, blinkt, fährt hoch, fährt runter. Ich denke noch gern an den Kadett GSI mit seinem Digitaltacho und das ist ja quasi hier der Vorreiter. Das hier ist ein 84er Modell. Wenn wir uns das anschauen, das Auto ist, das ist ein Driver, ne? Das ist jetzt hier kein Auto, wo man sagt, ey, damit fahre ich auf eine Show und gewinne einen Wettbewerb. Was man wissen muss, und das ist auch wichtig, die 84er Modelle haben noch die Crossfire Injection.
die ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Und wenn die im Arsch ist, ist es auch nicht unbedingt immer so einfach, die zu überholen oder wieder gangbar zu bekommen, weil das damit beschäftigen sich nicht allzu viele Leute. Was interessant ist, man sieht hier, dass die Sitzwangen wirklich wenig abgeschabt sind. Der hat jetzt 110.000 Meilen, glaube ich, gelaufen. Genau, 110.000 Meilen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Das ist immer ein Indikator für, entweder ist das eine Frau gefahren oder ein sehr zierlicher Mensch. Und das muss auch schon über eine längere Zeit sein. Sonst sieht das hier fürchterlich aus, ne? Also hier sieht man auch diese Abnutzung. Natürlich, das ist einfach baubedingt, weil der Schweller, der geht bis hier oben hin. Das ist natürlich dann immer schwierig und man rutscht automatisch da so ein bisschen mit dem Hintern rein. Der Digitaltacho hatte ich ja schon angesprochen, hier mit Drehzahlband, hier mit der Geschwindigkeit. Man kann mit einem Knopfdruck, mal gucken, ob ich den hier auf dem Foto habe, den, nee, haben wir nicht, schade. Man kann aber hier mit dem Knopfdruck, kann man von Kilometer auf Meilen oder von Meilen auf Kilometer einstellen. Das ist sehr praktisch, weil es erspart euch unglaublich viel Ärger, was Umrüstung betrifft. Wenn der TÜV-Prüfer eine KMH-Markierung haben will, habt ihr alles schon digital drin. Mega cool. Was wir sehen ist, dass das Lenkrad so ein bisschen sich verzogen hat. Das kann auch auf die Hitze von Kalifornien zurückzuführen oder kann man auf die Hitze von Kalifornien zurückführen. Was wir sehen ist, dass er einen Tempomat hat, was auch nicht typisch ist. Der Stock bricht aber gerne. Hatte ich jetzt schon zweimal beim Ein- und Aussteigen. Das ist immer super nervig. Ist auch eine scheiß Arbeit. Teppich sieht soweit gut aus. Kein besonderes Auto, Zustand 3-4, R4, 4+, sowas in dem Dreh. Das Auto würde jetzt, wenn wir das importieren würden, irgendwo eine 8,5, 8,9 kosten. Ich müsste mal schauen, was so die deutschen Angebote machen. Aber tatsächlich ist das wirklich sehr, 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 sehr günstig. So, wir haben eine C4. So, wir haben jetzt eine für 7. Deutscher Brief, scheint vorhanden, bla bla bla. Leichtmetall wurde mal laienhaft von Rot auf Schwarz umlackiert. Wird im Ist-Zustand verkauft. Moment ohne H-Zulassung. Also das ist halt auch ein Bastlerprojekt. Kostet jetzt 7.000 Euro. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist ein 96er. Der hat also noch 6 Jahre bis zur H. Das ist natürlich ein bisschen sehr lang. So, jetzt haben wir hier noch eine 86er, war das, glaube ich. So. Die sieht ein bisschen, ja, okay, mit Leder, mit Krokodilleder ist jetzt auch nicht so meins, aber das sind halt natürlich alles Low-Budget-Autos und die sind so irgendwann in dem Preissegment. So, hier sind wir jetzt bei 8,7. TÜV AU neu, das ist natürlich super. Dach wurde neu lackiert, Reifen letztes Jahr neuer, TWI-Einspritzung, das ist auch gut, da komme ich später nochmal drauf zurück. Also das hier ist zum Beispiel schon ein ganz cooler Deal. Auto ist in Deutschland 8,7. Wenn wir dann schauen, für die Fahrzeuge unter 90 sind wir jetzt schon bei 9,8. Also ich vermute, das ist jetzt nur eine Vermutung, dass das hier so ein Fahrzeug ist, was mal einfach schnell weg muss. So, ansonsten, wenn wir mal schauen, 10,5, 10,6, 10,8. Also so bei 10,5 geht es im Grunde genommen los. Hier haben wir 111, 11,9. So, das ist schon ein neueres Auto. Und hier haben wir eine 12. Also man kann so sagen, ungefähr bei 10,5 geht die Reise los bei C4 Corvetten. Wenn man jetzt hier eine für 8,5 bekommt, die aus Kalifornien kommt, dann ist das, glaube ich, erstmal nicht verkehrt. So, mein nächster Kandidat, das ist eine 89er C4. Das ist mein persönliches Favorite-Modell. Hat mehrere Gründe. Das Auto, was ich jetzt hier habe, man sieht mit den zeitgenössischen Felgen, die ab 88 erhältlich waren. Und das Auto sieht soweit ganz ordentlich aus von außen. Diese Scheibentönung, so, die muss natürlich ab, das ist klar. Das Tacho oder die ganzen Instrumente per se sind relativ gleich. Hier haben wir auch einen Tempomaten drin. Also das Auto ist von der Technik her besser als das 84er Modell. Aber das Auto ist nicht, oder das Auto wird innen drin halt ein bisschen Arbeit brauchen. Was bei der 89er Corvette super ist, dass wir hier schon einen TBI-Motor haben, Throttle Body Injection, das heißt also Einspritzung, und die ist auch sehr, sehr unproblematisch. Das funktioniert ganz gut. Zudem kommt, dass sie ab 88 das 700 R4-Getriebe genutzt haben. Das heißt also Viergang-Automatik mit Overdrive, sehr stabiles Getriebe. Da muss man wirklich sich kaum noch Sorgen machen. Dann kam ab 90 wieder eine Modellpflege, wo hauptsächlich innen drin viel geändert worden ist, weil dort auch Airbags verbaut worden sind.
da ist ganz viel von diesem Digital-Tacho verschwunden und das nimmt den so ein bisschen den Flair. Deswegen finde ich persönlich, 89er-Modelle sind mit die schönsten. Dieses Auto könnten wir euch auch irgendwo um die 10.000 Euro anbieten. Also plus minus, kann ich jetzt noch nicht genau abschätzen. Wenn wir vor Ort nochmal den Preis runtergehandelt bekommen, ist es in der Regel auch so, dass wir dann auch das dem Kunden nochmal anteilig auch weitergeben. So, und jetzt nochmal ein anderes Auto, was wir auch auf unserer Kleinanzeigenseite präsentieren. Das ist natürlich an die Fraktion Daddy, der halt irgendwie ja, Kinder hat oder viel Stauraum braucht, Hunde hat, wie auch immer. Und der möchte halt irgendwie ein Raumwunder haben. Und das ist hier so ein Ding, Suburban, das Ding ist riesig, da passt immer eine Menge rein. Das Ding haben wir auch entdeckt, da sieht die Innenausstattung wirklich sehr gut aus. Und diese Autos in dem Falle können wir euch für 9.990 Euro anbieten. Hat neuwertige Reifen bekommen und hatte 63.000 Meilen auf der Uhr. Also, ich würde sagen, das war mal jetzt für euch eine Idee, was es für unterschiedliche Autos geben kann. Natürlich kann es auch einen Pickup geben. Und natürlich kann es auch ein Ford Mustang Coupé geben, was in einem restaurierungsbedürftigen Zustand ist. Das ist natürlich immer davon abhängig, welche Fähigkeiten hat man, was will man tun, was mutet man sich auch zu und sagt, das kann ich. Das ist natürlich davon wirklich abhängig. So, ich denke, das gibt euch schon mal eine Idee, was man für ungefähr 10.000 Euro bekommen kann. Das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Wie gesagt, gerade jetzt in der Corona-Zeit haben wir manchmal tagesaktuelle Deals, wo wir euch schnell irgendwie ein Auto weiterleiten können, was vielleicht auch nur in dem Falle 8 anstatt 10.000 Euro kosten wird, weil drüben der Amerikaner Kohle braucht. Dadurch, dass wir so gut aufgestellt sind, verschiedene Jungs an verschiedenen Standorten haben, können wir auf viele Regionen zurückgreifen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch aus meiner Quarantäne ein bisschen das harte Leben eines eingesperrten Oldtimer-Händlers darstellen, der irgendwie versucht, euch ein bisschen zu entertainen, euch ein bisschen das Thema näher zu bringen und ja, euch so ein bisschen auch Spaß an der Sache mitzugeben. Ich denke, das war es heute von mir. Vergisst natürlich nicht Instagram, vergisst natürlich nicht Facebook. Kommentiert, gebt mir irgendwie einen Daumen, gebt mir irgendwas. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Puh.